Jugendtrainiert für Olympia ist cool, weil es viele Sportler und viele Schulen zusammenführt, ganz Deutschland verbindet halt. Ich bin froh, die Schule vertreten zu können und hoffentlich auch gut abschneiden zu können. Ich finde es gut, dass man halt auch sich mal mit anderen Schulen vergleichen kann, weil ja aus jedem Bundesland sozusagen die stärkste Sportschule hier ist und dann kann man sich so ein bisschen einordnen. Am 9.6. ist unsere Schule Opfer eines Hochwassers geworden. Wir standen teilweise 1,50 Meter in einer ebenerdigen Schule unter Wasser und die Schule ist komplett zerstört. Wir werden 3 Jahre nicht mehr zurückkehren können an den Standort. Grundsätzlich ist es, glaube ich, das Größte, was man im Leben einer Curling-Schule erleben kann, beim Bundesfinale zu sein, was den Bereich Sport angeht. Ich finde gut, dass auch gehandicapte Sportler hier sind, weil alle integriert werden, keiner ausgegrenzt wird. Und man kann auch in dem Sinne davon lernen, dass man halt einfach nicht aufgeben sollte und dass auch solche Sportler versuchen, sich sportlich zu engagieren und sich im Prinzip fast gar nicht von uns unterscheiden.